Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute eine ganz schnelle, einfache Nummer, die ihr während dem Grillen schön trinken könnt. Wir machen nämlich einen Butcher's Mule. Wenn ihr wissen wollt, was das ist und wie man das macht, dann bleibt am besten dran. Zugegeben, für dieses Rezept, da habe ich lange überlegt, verfilmst du das jetzt oder verfilmst du es nicht, bis zu einem ominösen Tag, und das war das Grill-Junkies-Treffen in Euthen. Da habe ich den abends einfach mal gemixt und habe den da unter die Leute verpackt, und da kam der Olli von Big Barbecue auf mich zu und sagte, ey, das musst du verfilmen, ich muss dieses Rezept haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch Olli, lass uns da doch einfach mal eine Kooperation rausmachen. Das heißt, ich mache das Video, du machst den Schriftkram, und so ist es eben dazu gekommen, dass ich jetzt hier stehe und dieses Video mache. Das erste Mal habe ich diesen Butcher's Mule beim Dirk Ludwig getrunken. Der hat einen eigenen Gin, den ich auch für dieses Video verwendet habe, und hat dann halt eben diesen Butcher's Mule daraus gemacht. Und ich denke halt, so ein schöner, erfrischender Drink beim Grillen, wo man den Alkohol auch nicht rausschmeckt, wo hinterher erst der Dampfhammer kommt, das kann man ruhig mal zeigen. Und da ist es super easy. Ihr nehmt als erstes mal ein Glas oder eine Tasse und gebt da 2 cl von einem Rohrzuckersirup rein. Anschließend 4 cl Limettensaft und 4 cl Gin. Nun zupft ihr ordentlich Minze ab, gebt das mit da rein und rührt das Ganze um. Achtung! Wenn ihr so einen Barshaker zu Hause habt, dann packt das einfach damit rein mit etwas Eis und shakt das ordentlich durch. Dann gebt ihr das dann halt ins Glas. Zum Abschluss wird das Ganze mit Gingerbier aufgefüllt und mit etwas Minze garniert. Fertig ist das. Wenn ihr auch nicht so die Fans von Gin seid, es geht natürlich auch mit jedem anderen Gin. Klar, wem muss ich das erzählen? Dann probiert das trotzdem mal. Ihr schmeckt den Gin nicht, aber irgendwann kommt die Kelle. Kommen wir zum Fazit. Und ich muss sagen, das wird definitiv mein Getränk des Sommers. Davor war es Lunchbox Lemonade, das habe ich auch mal verfilmt. Und jetzt wird es abgelöst durch eben diesen Butcher's Mule. Und das ist eine total coole Nummer. Ihr habt eine leichte Schärfe durch den Ingwer, ihr habt Frische durch die Minze und die Limette, ihr habt eine leichte Süße und ihr habt halt ordentlich Gin da drin. Das macht den Kopf auch schön frei. wenn ihr keinen Gin mögt, dann probiert das trotzdem ruhig mal aus, denn ihr schmeckt den Alkohol nicht. Ihr kriegt hinterher nur richtig eine Kelle. Ja, das ist wirklich eine schöne Nummer, kann ich jedem mal empfehlen. Und mich würde mal interessieren, was es bei euch so zum Grillen gibt. Also natürlich neben dem obligatorischen Bierchen. Macht ihr euch da auch Aufwand oder sagt ihr, ach nee, wenn es ein Radler und ein Bierchen gibt, dann reicht mir das. Aber wenn ihr euch Aufwand macht, dann schreibt mir gerne mal hier unten rein, was es da so gibt. Vielleicht finde ich ja auch die ein oder andere Anregung oder Idee. Und außerdem kann ich dann kontrollieren, ob ihr bis hierhin geguckt habt. Ansonsten wünsche ich, wenn ihr hier unten gerade schaut, dann klickt doch mal einen Daumen nach oben oder klickt auf Abonnieren, wenn ihr das nicht getan habt. Ja, ich bin kein Cocktailkanal, normalerweise gibt es hier Grillvideos, aber ich denke, so eine schöne Nummer, die passt auch relativ gut zum Grillen, beziehungsweise wenn man dann abends mit der Familie zu Hause sitzt. Ja, kann man ja ruhig mal machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, eine gute Nacht, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.